Der Urlaubschecker live vor Ort in Ras Al Khaimah. Es ist 10 Uhr und jetzt zeige ich mich auch mal von der Seite noch einmal, weil mein Freund Mohammed gerade die Kamera hält, geht aber gerade wieder schon zur Seite weg, deshalb übernehme ich das auch gleich. Also ich bin in Ras Al Khaimah und hallo und herzlich willkommen jetzt zum Urlaubschecker live hier. Das ist die Lobby und auch wenn wir draußen satte 27 Grad haben, Freunde, ja, wir haben schlicht und einfach auch hier die Weihnachtsdeko. Also ja, da kommt dann doch das Christmas-Feeling so ein bisschen auf, aber im Endeffekt geht es ja eher darum, dass man in einem schönen Hotel, nämlich The Village at the Corfe Hotel, den Urlaub macht. Und ich gehe mit euch jetzt erstmal hier von der Lobby runter, dorthin, wo momentan die Gäste sich sehr wohlfühlen. Das Village at the Corfe Hotel, muss dazu sagen, wir haben ja hier 3 Stunden Zeitunterschied, ist ein Hotel, wo man als Paar oder auch als Familie sich sehr, sehr wohl fühlt, weil es ist einfach für alle was gegeben, aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. So, hier haben wir zunächst einmal das, worauf natürlich die Gäste aufstehen, das Veranda. Veranda ist das Restaurant bei uns mit einem deutschen Food and Beverage Director, dem ich heute auch schon mal gesprochen habe, ein ganz sympathischer Mensch. Auch hier, siehste, immer ein bisschen Weihnachtsdeko. So, das ist wie gesagt unser Restaurant vor Ort. Ich war gestern Abend zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier in Ras Al Khaimah ein Sushi genossen vom Allerfeinsten. Und auch so ansonsten so ein bisschen die mediterrane Küche. Live Cooking Station sind natürlich auch dabei. Und wir wollen natürlich, wir sind höflich, die Menschen jetzt nicht hier stören beim Essen. Aber ich meine, schau mal, solche Leckereien gibt es hier am Tag schon mal. Ganz, ganz fein gemacht. Gehen wir mal einfach am Buffet vorbei. So ein bisschen das Vorspeisebuffet erst einmal. Und nur vom Feinsten. Ganz, ganz tolle Gerichte, die wir hier haben. Gibt es hier also wirklich für jeden etwas, das muss man ganz ehrlich sagen. Viele Gerichte hier, die Meatballs zum Beispiel mit Tomatensauce, Chicken Roulade, ist ja klar. Ja, wir gucken auch mal gerne in den Topf hinein. Ja, so, also alles sauber zubereitet, ganz schmackhaft. Auch hier jetzt das Nachspeisen-Buffet, also perfekt, ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Turnaround und gehen mal raus. Es gibt ja viele, die gerne indoormäßig essen. Ich bin ja eher der Freund der Terrasse und jetzt geht's los. Also zunächst einmal ganz kurz der blaue Himmel, ja, 27 Grad. So, das ist die Terrasse hier. Wir haben übrigens hier mal aufgestellt, was es in puncto All-Inclusive so alles gibt. Das heißt also, wir haben hier ein All-Inclusive-Konzept, wo wir von den Shakes bis über Rot-Weiß-Wein, bis über übrigens leckeres, eiskaltes Becks-Bier, natürlich auch die Softdrinks, ja, oder auch die nicht-alkoholischen Cocktails. Das sind die sympathischen Männer hinterm Tresen, die das immer zubereiten. Juma! Say hello to Germany, huh? Say hello to Germany, yes man, yes man. Ah, komm, zeigen wir hier auch mal den Food and Beverage Manager. Alles klar, das ist der Shaker. Also, ich greife da jetzt nicht zu, aber das sind natürlich die Sachen, auf die sich hier unsere Gäste freuen. Guck mal, sehr gut, Dankeschön. Spricht auch fantastisch Deutsch, oder? So, dann gehen wir mal Richtung Pool raus. Das ist sowas von genial, sage ich euch. Also, das Village at the Corfe Hotel ist ein Hotel, wo wir für Familie mit Kindern auch einen extra Bereich haben. Kommen wir aber nachher nochmal zu. Ansonsten ist das hier eine Poollandschaft, die sich so übermäßig groß ist, aber total relaxed. Und vor allen Dingen dürfen ja unsere Gäste, das ist auch wichtig, ins Haupthaus auch rüber, in The Corfe Hotel, was die Gäste von The Corfe eben nicht können, weil das wäre von der Kapazität her dann so, dass es zu viel würde. Okay, wir steuern uns jetzt mal fern und zwar gehen wir mal in eins der Zimmer hinein. Leichter Wind übrigens, kleine Windbrise, angenehm.
Ich frage mich nur, warum sitze ich nicht am Pool oder noch besser, warum springe ich nicht in den Pool? Das würde mir jetzt wirklich Spaß machen. Cluster 97, also das Ganze ist auch ein bisschen angelegt wie ein kleines Dorf. Und vor mir geht mein weiblicher Guide von den Philippinen. Das ist Ramona und sie wird uns jetzt einmal hier in ein Zimmer reinlassen. Die Zimmer, muss ich auch sagen, großzügig, aber das sehen wir jetzt. Okay. So, open the door, thank you very much. Jetzt ist es noch dunkel, aber wir machen mal ganz schnell das Licht an. So, danke, thank you very much. So, dann gehen wir mal rein. Ich meine, das ist schon üppig. Schöne, große Betten. Ich liebe diese fetten Matratzen. Ja, ich liebe sie. Das ist großartig. Natürlich, vom Bett aus kann man, wenn man möchte, ein wenig Fernsehen schauen. Ich habe das übrigens noch nicht einmal gemacht in den 5-6 Tagen, wo ich hier war. Und dann kann man natürlich sich auch ganz relaxed hier zurückziehen. Also das sieht schon richtig gut aus. Und Andreas Diefenbach grüßt gerade aus Ägypten. Das freut mich. Gruß zurück, mein Lieber. So, für diejenigen, die auch gerne bügeln möchten, ne, wäre auch möglich. Das ist schon mal ganz klar. Aber wir gehen auch nochmal einmal weiter. Und schaut, ja, 27 Grad, absolut richtig. Dann schauen wir mal ins Bad rein, da ist momentan noch alles dunkel. Aber jetzt öffnet sich das Ganze so. Und das genieße ich dann schon. Also das ist so ein richtig offenes Bad, ja, wo ich dann auch eine Badewanne habe auf der einen Seite. Das ist sogar eigentlich ein kleiner Whirlpool. Und dann aber auf der anderen Seite, das finde ich extrem gut, diese Regenschauerdusche. Ja, Rainshower. Das macht es aus, offen und vor allen Dingen eben auch, wenn man das normalerweise kennt, so mit diesen kleinen Stolperstellen, die wir hier normalerweise in Bädern haben, nix. Alles super gemacht, also sehr, sehr schön das Bad auch hier im The Village at the Core Fontana. Gut, wir gehen weiter. Und ich frage mich immer wieder, warum gehe ich hier durch die Anlage und liege nicht am Pool? Aber so sind wir Urlaubschecker. Kein Thema, wir sind für euch da, zeigen euch natürlich, auf was ihr auch freuen dürft, wenn ihr hier den Urlaub genießt. Alright, da fliegen schon die ersten Herzchen wieder und jetzt machen wir eins. Ich kriege jetzt einen extra Shuttle-Service rüber und zwar ins Original Cove. Hi. Hi, nice to meet you, how are you? Everything's fine? This is my guide, der mich jetzt rüberfährt in the Cove. Thank you very much. So, wir werden natürlich jetzt auch mal ganz kurz erklären, wie das aussieht mit dem All-Inclusive. Das heißt also, wenn wir jetzt hier von unserem Hotel reden, The Village of the Cove Rotana, dann ist es so, dass man ein schönes All-Inclusive hat, das heißt also die nicht-alkoholischen Getränke 24 Stunden rundum. Die alkoholischen Getränke sind dann von 11 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts zu bekommen, was, denke ich mal, ausreichend ist. Und wir haben dann im Korf, wo wir jetzt rüberfahren, auch Möglichkeiten, nicht komplett. Das muss man immer dazu sagen, man darf nicht alles nutzen. Es gibt also einen Pool, der nicht benutzt werden darf. Das ist dann nur für die Gäste des Korfs da und wir haben im Endeffekt auch eine Bar, die Breeze Bar, da müsste man dann zahlen, wenn man dort hineingeht. Das ist dann übrigens auch so eine schöne Sportsbar, wo man dann die Fußballspiele sich auch ansehen kann, auch die Deutschen zum Beispiel. Aber man kann das Breakers am Strand, das kann man also immer nutzen, da hat man auch seine Snacks, muss man nicht extra rüber. Und man hat auch die Möglichkeit, einmal das mediterranische Restaurant und einmal das All-Day-Dining-Restaurant, das Cinnamon, zu nutzen. Also viele, viele Zugaben, die man hier bekommt. Aber wie gesagt, es ist nicht immer alles mit drin. Man kann hier also den Sunset Pool darf man nicht nutzen. Und man darf, guck mal hier, wo ist das ist der Wagen, den man mir angeboten hat. Aber ich habe gesagt, nee, da sollte jemand heiraten. Das ist dann doch vielleicht wesentlich besser. Okay, so, und jetzt gucken wir uns mal ganz schnell hier das an, was man einmal nutzen kann. Das ist nämlich dieses Basilico, das ist dieses Restaurant. Ja, und auf der anderen Seite das All-Day-Dining-Restaurant auch einmal pro Tag. Am Strand
hat man die Möglichkeit, auch die Drinks zu bekommen. Also richtig, richtig schön. Das ist auch übrigens mal ein schöner Blick rüber für das Hotel The Corfortana. Und wir fahren jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Shall we go there? Okay. So, mein Guide sagt, wir fahren einfach noch mal ein bisschen weiter. Ist doch nett, wenn man so einen Buggy hat, der einen hier mal durch die Anlage fährt. So, dann schauen wir uns das da vorne mal an. Ah, und da haben wir das Cinnamon. Das ist das All Day Dining. All Day Dining hier einmal zu nutzen, auch für die Gäste von The Village of the Corfortana. Ja, just one second. Da haben wir das Cinnamon, ja. Und wie gesagt, wir fahren jetzt aber gleich mal. Ne, wir fahren nicht weiter. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Komm, das machen wir mal. Wir gehen mal ganz kurz da hoch. Das heißt also hier Refreshing Beverages, jawohl. Appetizing Menus. Knockout Bites. Das ist es, was es hier gibt in diesem Restaurant. Sieht stark aus. Darf man sich drauf freuen. Ja? So, und das ist dann übrigens von hier oben der Blick über die Anlage. Ist ja auch wie ein kleines Village gebaut, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir fahren ja weiter. Das ist ja das Schöne beim Urlaubschecker Live, dass man hier durch die ganze Anlage gehen kann. Wir haben Zeit, wir können uns das auf Facebook ansehen. Ist das schön. Okay, let's go. Let's go. Thank you very much. You're a very good driver. I feel safe with you. Yeah, also, that's it. Okay, so. Die Anlage auch hier, The Corf, ja, sehr, sehr grün. Natürlich viel, viel größer als The Village. Deshalb ist das eigentlich das Schöne, dass man im Village drüben dieses Gemütliche hat, ja, dieses Kuschelige. Aber auf der anderen Seite hier die Möglichkeit hat, rüber zu schauen und dann eben einiges dann auch mitzunehmen, was es hier in dieser Anlage gibt. So, wir schauen mal nicht nur in den Himmel, wir schauen jetzt langsam auch so Richtung Meer. Und wir schauen hier zu einem Pool. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir den auch kurz zeigen können. Das ist also, wie gesagt, hier die Sunset Bar. Die Sunset Bar darf man nutzen, aber den Pool nicht. Das ist der Pool, der eben ausschließlich für die Gäste vom Corfortana, dem Haupthaus, nutzbar ist. Jetzt fahren wir mal ein Stück Richtung Beach. Ich finde das klasse. Zu Hause, also auch meine Familie, sagt immer, ne, der Typ macht nur Urlaub. Ja klar, ich würde jetzt gerne hier ins Meer springen, aber geht nicht. So, jetzt gucken wir uns mal, bleib mal stehen. Just wait a moment. Yeah, thanks. Jetzt guckt euch das mal an. Ist das eine Anlage? Ich gehe jetzt mal einmal von der Seite so, ich mache mal einen kleinen Schwenk. Also, über Ras Al Khaimah gucken wir uns das Ganze an. Wir schauen uns dann den Strand an. Auch hier natürlich diese Lagunen, die hineingebaut worden sind. Ein Traum, Freunde. Ja? Wow, ist das ein Urlaub? Ist das eine Anlage? Drüben kuschelig, dann hier rüber kommen tagsüber und natürlich hier eine ganze Menge genießen. Und da oben haben wir auch dann das Breakers. Und das Breakers ist genau das Beach and Bar Lounge Restaurant, wo der Gast und Sonnenklar TV von The Corf eben von The Village of the Corfortana auch rüber gehen darf. Okay, let's go on. Huh? That's holiday on the other way. Yeah. Not relaxing. Showing the people how nice it is. This is the other pool, thanks. Also, fahren wir doch auch mal in die Richtung. This is Laguna Pool, okay. And this is the pool our guests can use. Okay, fine. It's a relaxing pool, I guess. Huh? Ich finde diese Anlage genial, aber ich finde es wirklich auch genial, dass wir drüben wohnen und hier rüberkommen können und diese Anlage mitnutzen können. Das ist fantastisch. So, wir stören die Menschen nicht, die jetzt hier gerade in arabischen Ländern nicht so gerne haben, wenn sie gefilmt werden. Oh yeah. Have a look. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und wieder frage ich mich, warum ich hier nicht liege. Aber okay, im Dienste von Sonnenklar TV. I'm on my mission. Yeah. And now we go to the beach? Going to the beach. Going to the beach. Going to the beach. Yes. Go slow.
Ja, das ist, ich finde das ganz nett. Dann haben wir auch mal ein paar Bilder hier von dem Haupthaus in Kaufhautana, weil das haben wir ja auch bei uns im Programm. Ja, er ist ein so guter Fahrer. Er nimmt hier die engsten Gassen, er nimmt hier die schwierigsten Straßen. Der Parcours, nicht einfach für ihn, aber er macht es. Great. Okay. So, und dann schauen wir uns das mal von der anderen Seite an. Hat was, oder? Okay, let's go on. Okay. Übrigens, swimming and fishing are here not allowed. Okay. Gut, gut, gut. Am meisten, muss ich sagen, bedauere ich ja, ich freue mich, dass ich nach Hause komme am Samstag, ja, meine Familie wieder sehe und die Sonnenklar-Familie auch, aber ich bedauere das schon ein bisschen, dass ich diese Temperaturen da nicht mehr habe. Das ist sowas von irre. Bei 27 Grad. Hier ist jetzt ganz angenehm. Hier haben wir so eine leichte Brise. Okay. Schau dir das an. Schau dir das an. Ist das nice? Ja. Okay. So. Let's have a look on the beach. Also, ich denke gleich wieder an Chris Rear, der mit On the Beach natürlich auch einen riesen Hit hatte. Also auch hier im Endeffekt die Möglichkeit, ein bisschen Sport zu machen. Wir haben hier ein Beachvolleyballfeld. Die Jungs machen sich gerade bereit. Ich frage mich, warum ich da nicht mitspiele. Aber okay, ich bin im Dienste von Sonnenklar unterwegs und mache das natürlich sau gerne. So, und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Ja, feinster Sandstrand, feinster Sandstrand. Das ist sowas von genial. Schau dir das an hier. Ist das toll. Das ist sowas von großartig. Und auch vom Meer her gesehen, also wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen. Leichter Wellengang. Es ist unfassbar schön. Und schau mal, das ist mein Team übrigens hier. Ja, das ist mein Team, die sich freuen hier auf die Sonnenklar-TV-Gäste aus Deutschland. Und dann schauen wir nochmal hier raus. Es ist sowas von irre. Ja, es macht Spaß, Urlaubschecker zu sein, in der Tat. Was ist das für ein Hotel? In welchem Land wird gerade gefragt von der Manuela? Liebe Manuela, wir haben hier momentan 27 Grad in Ras Al Khaimah. Wir sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das hier ist die Anlage des Kaufhautana. Ja, und wir haben Angebote momentan in The Village at the Kaufhautana. Das ist das Hotel, was sich direkt hinter dieser Anlage befindet. Aber unsere Gäste können auch hier im Endeffekt den Urlaub mitgenießen. Und was haben wir hier nochmal? Hallo Maria, das ist The Village. Ja genau, wird ja schon beantwortet. Ich habe auch ein gutes Team zu Hause, das ist ja das Feine. Und dementsprechend werden alle Fragen von euch beantwortet. Denn das ist ja das, was richtig Spaß macht, dass wir eben nicht mehr jetzt die Kataloge wälzen. Nein, wir zeigen live, wie es aussieht vor Ort. Und wir fahren weiter. Wir fahren hier mal an diesem Korf vorbei. Nochmal zum Breakers, denn das Breakers ist dann das Strandrestaurant. Wir gucken mal auf die andere Seite wieder. Das ist das Strandrestaurant, wo man dann auch als Gast von The Village at the Kaufhautana eben tagsüber die Snacks genießen kann. Und das ist jetzt fein, dass wir das einfach auch mal so ein bisschen auflösen. Was ist drin in dem All-Inclusive? Was ist nicht mit drin im All-Inclusive? Okay, jetzt machen wir das mal hier so, dass wir mal ganz kurz nochmal den Blick rüberwerfen. So, okay. Und haben hier die Guides vom Kaufhautana und haben hier das Breakers, also wichtig natürlich, Happy Hour, ja, heute, aber ich meine, was brauchen wir eine Happy Hour, wenn wir ja hier ein All-Inclusive haben? Das ist ja auch wieder das Schöne, okay. So, und this is my boat here. Yeah, this is okay, thank you very much. Also, das ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich meine, jetzt guckt ihr das mal an hier, ja, jetzt gehen wir dann einfach mal rüber, okay. Ja, kannst dir vorstellen, hier drin zu liegen und dann rauszuschauen aufs Meer, oder? Geht es besser? Nein, es geht ehrlich gesagt nicht besser. Also das ist schon ganz großes Kino, was wir hier haben. Und guck dir das mal an.
Guck dir das mal an. Der Wahnsinn. 600 Meter Stretch Beach. 600 Meter, okay, also 600 Meter Strand haben wir hier, auf den man sich freuen darf. Der ist nämlich wirklich große Klasse, feinster Sandstrand, okay. Wir machen einen ganz kleinen Schwenk nochmal einmal rum. Alright. So sieht das Ganze aus. Also Freunde, jetzt übergebe ich das mal. Just hold it like this, okay. Und jetzt zeige ich mich nochmal und sage, das ist Urlaub vom Feinsten. Das ist Ras Al Khaimah, eine Stunde von Dubai entfernt. Ja, ihr kommt hier rüber, könnt aber auch leicht wieder rüberfahren nach Ras Al Khaimah. Dort, wie gesagt, eine Stunde mit dem Mietwagen. Viele machen das, nehmen sich einen Mietwagen, fahren rüber. Ich habe übrigens einen sehr, sehr interessanten Tipp. Also der eine ist erstmal, dass man zwischen 17 und 18 Uhr es meiden sollte, dass man von Dubai wieder zurückfährt. Also die Zeit davor, danach ist kein Thema. Und was wir auch noch haben, es gibt hier demnächst das Jebel Jais. Das ist der höchste Berg hier mit 1935 Metern. Und da gibt es die längste und schnellste Zipline der Welt. Klar, ist immer ja, das Schnellste, das Höchste, das Größte, aber das ist wirklich die längste, über 3 Kilometer. Also wirklich nicht schlecht. Mit Aussichtsplattform, dem Café Toro dazu. Also es gibt viele Attraktionen, die man sich hier anschauen kann. Das war der Urlaubschecker live. Und zwar heute hier aus dem Village at the Cove Rotana. Anschließend haben wir das Cove Rotana gesehen. Und heute Nachmittag fahre ich rüber ins Doubletree. Da können wir uns dann auch wiedersehen. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.